Hi, mein Name ist Alex und ich komme aus Deutschland und ich möchte euch gerne von meiner Ayahuasca-Experience erzählen. Ich war tatsächlich erst letzte Woche dort in Holland bei Omai und hatte zwei Zeremonien auf einmal, eine kleine und am nächsten Tag darauf folgend eine große. Und ja, warum bin ich letztendlich dahin gegangen? Ich habe letztes Jahr von einer Bekannten davon gehört und habe mich erstmal nicht mehr damit auseinandergesetzt, aber dann, circa ab Neujahr, kam es auf natürliche Weise immer mehr zu mir und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und habe auch kennengelernt, welche Eigenschaften es hat und welche positiven Effekte es auf den Menschen haben kann. Da ich wie jeder andere Mensch auch so meine kleinen Defizite habe, wie ja, ich habe viel Antriebslosigkeit, Widerstand gehabt. Ich bin im kreativen Bereich tätig und immer wieder habe ich diese verborgenen Emotionen, die mich davon abhalten, einfach weiterzumachen. Aber dennoch bin ich dann doch in der Vergangenheit verankert und mache einfach nichts manchmal. Und das war halt ein großes Thema. Und generell viele Dinge einfach, die ich mir erhofft hatte, damit zu lösen. Und ja, Omai ist nur 3,5 Stunden von mir entfernt, deswegen bin ich auch mit dem Auto hingefahren. Es war ganz, ganz lockere Reise und ein ausschlaggebender Punkt, warum ich zu Omai gefahren bin. Als ich dort angekommen bin am ersten Tag, hat es einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Leute waren sehr nett, also die Leute, die da gearbeitet haben und sich um uns gekümmert haben. Generell Respekt an die Leute. Die sind sehr offen und respektvoll und ja, war einfach gut. Und das Essen war gut. Es war an sich alles, es war alles gut. Und dann bei der ersten Zeremonie, ich habe mich halt sehr lange darauf vorbereitet, mental wie körperlich, ich habe Diät gehalten und so andere Sachen wie Social Media gelöscht, einfach um meinen Kopf darauf zu fokussieren, dass ich an diesem Tag so viel wie möglich rausholen will. Und dann am Ende war es dann wirklich eine sehr, sehr krasse, sehr überwältigende Erfahrung, weil mir wurden so viele Gedankengänge gezeigt und ich habe alles von einem anderen Blickwinkel gesehen, sodass der erste Tag, nachdem es vorbei war, nach circa 5 Stunden, für mich schon so übertrieben gut ausgefallen ist, dass ich mir schon dachte, ich brauche den zweiten Tag nicht. Es hat echt bei mir ein paar Dinge im Kopf ausgelöst und seit einer Woche lebe ich auch total bewusst. Und am zweiten Tag hatte ich das Gefühl, ich brauche nicht mehr die zweite Zeremonie. Aber ich habe sie dann doch gemacht und diesmal ging es nicht so aufs Gehirn, es ging eher auf meinen Körper. Ich habe gemerkt, wie in meinem Körper gearbeitet wurde. Ich glaube, es ist viel Heilung stattgefunden. Seitdem funktioniert mein Magen viel besser. Also generell fühle ich mich 3 Jahre jünger und das ist jetzt keine Übertreibung. Ich habe so tief geschlafen nach dem zweiten Tag und seitdem kann ich einfach gut schlafen und habe nicht mehr diese negativen Gedanken und so. Und ja. Ich kann es eigentlich jedem empfehlen, aber es ist nicht so einfach. Natürlich musste ich auch erbrechen, aber das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und ja, also jeder, der weiterkommen will in seinem persönlichen Wachstum, den kann ich das nur empfehlen. Bei Oh My. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal hingehen, wenn die Zeit reif ist. Und ja, wünsche euch dann viel Erfolg, Leute, und bereitet euch gut vor darauf. Macht Diät und dann wird das für euch auch eine gute Erfahrung. Ciao.